die Meinungsmacher Top Talk 100, die außergewöhnlichsten Unternehmer im ganz persönlichen Gespräch. Und jetzt mit Enrico Mandl und Martin Hinterleitner, die einen hochwertigen Saft aus der Noni, einer wirklich spannenden Frucht aus Tahiti, produzieren. Wir sind eben auf der Suche nach den ganz besonderen Dingen und die haben wir in dem Fall auch gefunden. Die zwei Herren, die Schöpfer, sitzen mir gegenüber, Enrico Mandl und Martin Hinterleitner. Begrüße. Wir waren ja vorher schon und wir kennen uns ja schon einige Zeit per Du, deswegen sind wir auch, glaube ich, jetzt per Du. Es geht um etwas, was für mich ganz besonders ist und ich werde es im Laufe des Gesprächs dann auch noch erzählen, warum das für mich was Besonderes ist. Es ist da drinnen, es ist die Noni-Frucht, euer Unternehmen Nui Noni. Vielleicht einmal ganz kurz, ich weiß nicht, wer beginnen möchte bei euch beiden. Nui Noni, was ist das, was kann das, was steckt da dahinter, was macht ihr? Ja, die Noni-Geschichte, die geht schon ein bisschen weiter zurück. Der erste Kontakt war 2007. Mhm. Ich war der Skeptiker in Person und schlussendlich habe ich es dann getrunken. Der Grund war aber an und für sich nicht, weil ich neugierig aufs Produkt war, sondern eher, um es zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Dann habe ich gespürt, es tut gut, ich schlafe besser. Ja, dann habe ich begonnen, es zu empfehlen. Und ja, daraus ist jetzt eine 16-jährige Geschichte geworden, bis wir jetzt eben dann Nui Noni selber aufgegriffen haben und gesagt haben, wir produzieren selber. Man sieht die Frucht gerade eingeblendet, rund um den Äquator wächst sie. Und daraus wird eben dieser Saft gemacht. So kann man das mal zusammenfassen. Genau, das ist unser Hauptinhaltsstoff, ja. Und den wollen wir in unverfälschter Qualität in unserem Produkt haben. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und da kommen wir gleich zu dir, Martin. Wie du zu Noni gekommen bist, zu dieser Frucht, was für ein persönliches Erlebnis das war. Vielleicht erzählst du das einmal, weil das ist für mich so einer der schönsten Zugänge, die man haben kann. Ja, also mein ursprünglicher beruflicher Bereich war in ganz einem anderen Umfeld. Und zwar war ich tätig eben für Banken und Leasingfirmen und habe in Vorarlberg eben ein Büro gehabt. Und Enrico hat seine Wohnung unterhalb von mir mit seiner Familie bewohnt. Und dadurch haben wir uns eben auch im Stiegenhaus öfter begegnet. Und durch die persönliche Begegnung hat sich dann eben auch eine Freundschaft entwickelt und ich habe dann auch beobachtet, wie der Enrico eben beginnt mit Noni zu arbeiten und in seinem Umfeld da den Noni-Saft weiterempfiehlt. Er hat ihn auch mir ein paar Mal angeboten. Ich habe aber damals am Anfang nicht wirklich ein Bedürfnis gesehen, nachdem ich einige Erfahrungsberichte miterlebt habe. Ich trinke den jetzt auch mal, ich probiere den mal und habe dann innerhalb von wenigen Wochen eine sehr, sehr intensive Veränderung gespürt, habe ein Wohlbefinden gespürt, wie schon lange zuvor nicht mehr. Und so entstand dann vor 1,5, 2 Jahren Nui Noni, Enrico, die Nui Group. Was hat sich daraus in den letzten 2 Jahren entwickelt, unabgesehen davon, dass ein riesen Run drauf ist und die Leute euch bombardieren, weil sie das gerne hätten? Ja, wir haben die Noni lieben gelernt, weil wir einfach Tausende, wirklich tausende Berichte gesehen haben, was die Noni in der Lage ist zu leisten im menschlichen Körper, auch bei Tieren. Und ja, für uns war klar, die Noni ist unsere Lebensaufgabe. Und ich selber durfte schon 2-mal nach Französisch-Polynesien reisen, was wirklich das Paradies der Welt ist. Sag mal, Paradiesfrucht dann dort. Genau, absolut. Es ist auch wirklich das Paradies. Ja. Und ja, da ist eine große Verbundenheit da. Und gleichzeitig wissen wir aber auch eben von verschiedenen Produkten aus der Nahrungsergänzungsindustrie, dass es wichtig ist, dass Qualität geliefert wird. Mhm. Und da haben wir angesetzt und gesagt, jetzt nehmen wir das selber in die Hand und wir produzieren unser eigenes Noni-Produkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, gleich einmal für alle, die da zuschauen. Das ist, wir reden weder von Medikamenten noch von Arzneimitteln, von sonst irgendwas, sondern wir reden von einem Nahrungsergänzungsprodukt, das helfen kann, wenn man sich damit beschäftigt, so wie einfach gute Ernährung auch helfen kann. Und genau diesen Zugang haben wir jetzt eigentlich auch, gell? Absolut, ja. Du, was ich faszinierend finde, auch, ich muss das Geheimnis gleich lüften, bevor wir dann weitersprechen. Da ist eine, meine Damen und Herren, da ist eine Noni-Frucht drinnen. Die kam in das Glas am 28. August 2011. Genau. Normalerweise, wenn man da jetzt eine Frucht da drinnen hat, ich sage jetzt eine Zwetschge oder so, irgendwas, was so in der Art ausschaut, und ich würde das jetzt aufmachen, würde ich wahrscheinlich in 3 Sekunden euch verlassen müssen. Bräuchte dann, wie auch immer, man kann sich vorstellen, aber das riecht genauso als Wahnsinn. Ich bin fasziniert, wie der Saft, frisch, total frisch, da ist nichts vergoren, da ist kein Schimmel, da ist null Ekel, das ist wirklich als gestern runtergepflückt, das ist gut. Genau, die Frucht hat lediglich oxidiert. Ja. Ja, wie gibt's das? Ja, also wir wissen aufgrund von langjährigen Forschungen von der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf,
dass eben in diesen Früchten spezielle Pflanzensekundärstoffe enthalten sind, genannt Iridoide. Ja. Und diese Iridoide haben ein Glukosemolekül angehängt. Wenn jetzt Bakterien kommen oder auch Keime kommen, um sich zu vermehren, ernähren sich die eben von dieser Glukose. Mhm. In dem Moment, wo die Glukose gefressen wird von den Keimen, Bakterien, wird das Iridoid scharf und frisst den Keim. Mhm. Und somit macht sich diese Frucht von selber haltbar. Was sind so die Einsatzgebiete oder die Dinge? Prinzipiell einmal, was ich gemerkt habe für mich, ich nehme sie auch schon seit einiger Zeit, wobei nehmen ist der falsche Ausdruck, weil nehmen tut man eine Tablette oder irgendwas anderes. Ich genieße es am Abend, ein Stamperl, Noni-Saft, Nui Noni, merke Energie-Push, das merke ich mal auf jeden Fall. Was sind so noch die Dinge, die Leute euch beschrieben haben, die sie gemerkt haben, aus ihrer subjektiven Wahrnehmung? Also so die ersten drei Dinge, die wir immer hören, hey, mein Schlaf hat sich verbessert, die Folge daraus ist, ich habe mehr Energie. Mhm. Das ist auch das, was ich gespürt habe, extrem schnell. Und die Verdauung wird harmonisiert. Das sind so die drei Schlüsselmomente, die man sehr schnell hat. Ich würde sagen, wir machen ihn jetzt auf. Darf ich so frei sein? Wunderbar. Da ist der Noni-Saft drin. Ja, der ist gut gekühlt, nicht zu kalt, aber kühl. Was ich gemerkt habe, ist, darüber werden wir auch sprechen, in der Konzentration, ihr habt da so viel Frucht rein, da ist nichts irgendwie massenweise mit 10.000 Liter verdünnt, sondern das ist wirklich Fruchtsaftkonzentrat, das muss man schütteln vorher auch. Genau. Jetzt mache ich diese schöne Verpackung übrigens. Jetzt machen wir diese jungfräuliche Flasche auf. Riecht übrigens gleich wie das. Es riecht nur ein bisschen mehr nach Beeren, logischerweise, weil da ist Granatapfel, was ist da noch dabei? Rote Traube und Heidelbeeren noch. So, und das schenkt man so ein. Bitteschön. Man sieht, es ist dunkelrot. Das kommt natürlich von der Heidelbeere auch, gell? Vom Granatapfel. Granatapfel an sich aber schon gesund auch. Extrem gesund. Also ich würde sagen, wenn man ein bisschen über Granatapfelsaft beginnt zu recherchieren und den kombiniert mit der Noni, dann wird man sehr schnell sehen, das ist eine unglaublich starke Kombination. Ja. Riecht wie die Noni-Frucht eben. Das ist auch, muss ich sagen, ein Geruch oder ein Geschmack, den wir so in Mitteleuropa nicht kennen. Wir kennen Bananen, wir kennen Äpfel, Zwetschgen, Pfirsiche und Weintrauben. Das ist eine Frucht, die halt nicht bei uns wächst, dadurch ist sie anders. Bei mir jetzt gedauert, beim ersten Mal ist es ist weder ekelig noch irgendwie schier, sondern es gibt ja auch viele Sachen, die gesund sind, aber nicht gut sind. Einfach anders. Bei mir hat es gedauert, so nach 4-5 Tagen, dass ich sage, hey, das geht mir dann schon ab, wenn ich es nicht trinke am Abend. Bei mir war es circa eine Woche, ja. Eine Woche, gell? So der Gewöhnungseffekt. Ja, was voll spannend ist, wenn Erwachsene dran riechen, zum Wohl, hören wir oft, Kinder trinken das nicht und dann gibt es das dem Kind und die lieben es. Also das sehen wir ganz extrem viel. Schmeckt hervorragend. Und ich möchte jetzt schauen, da sieht man das. Seht ihr das? Wie dick das Konzentrat da ist. Normalerweise, man kennt das von allen anderen Säften und die Frucht ist unten. Also wichtig ist, es ist kein Konzentrat, es ist wirklich ein reines Püree. Reines Püree? Es ist ein reines Püree, es wird kein Wasser abgezogen. Das ist Püree, warum Püree und kein Konzentrat? Was ist der Unterschied bei Nui Noni zu vielleicht irgendwelchen Dingen, die es einmal gegeben hat? Weil das macht ja die Qualität aus am Ende des Tages, oder? Hier gibt es extrem viel Spielraum vom Gesetzgeber, wie man Säfte produziert. Oft wird es in der Regel so gemacht, man hat eine Frucht, Masse oder einen Fruchtsaft, konzentriert ihn, das heißt, wir ziehen Wasser ab, leider gehen dadurch Inhaltsstoffe auch mit raus, transportiert das, das heißt, ich habe dann eine Art Sirup, ein Konzentrat, leer Wasser drauf und das ist der Saft, der verkauft wird. Aber das war für uns sofort klar, dass wir das so nicht wollen, weil es ist einfach ein Qualitätsverlust. Deshalb die Noni-Frucht püriert, reines Fruchtpüree, vergleichbar mit einem Babybrei und dann kombiniert mit den Bio-Direktsäften, die wir in Österreich einkaufen, gibt eben dieses Produkt, da kommt kein Wasser dazu. Das macht den großen Unterschied zu allen anderen Produkten am Markt. Man sieht auch in der Grafik gerade eingeblendet auch den Vergleich mit 86% Wasser und sonstigen Geschichten zu 14% Frucht, gell? Bei den anderen. Genau. Und bei euch ist 41% Frucht, nämlich reines Noni-Püree und 59% dann rote Traube, Granatapfel, Heidelbeersaft und so weiter und so fort. Das Ziel war, die höchste Qualität in die Flasche zu bringen, die möglich ist. Okay, und da ist so die Grenze, wo du sagst, es ist noch trinkbar von der Flüssigkeit? Nein, das ist die Grenze, wo man es überhaupt nur abfüllen kann.
Weil das Thema ist, dass du eben hier sonst verstopfte Leitungen hast, beziehungsweise aus der Flasche nicht mehr rausbringst. Ne? Okay, weil es sonst nur mehr Püree ist quasi sozusagen. Genau. Die große Frage, wie wird das haltbar gemacht? In dem Fall, nachdem diese Frucht seit 2011 da drinnen ist und weder schimmelt noch gärt, noch sonst irgendwas riecht, als wäre sie gestern vom Baum gekommen, ist das die Antwort, oder? Genau. Das heißt, das ist ja auch in meinen Augen Hauptursache für die Wirkung. Das heißt, die Frucht wird püriert, abgefüllt und fertig. Das heißt, wir müssen keine Haltbarmacher zusetzen oder sonst keine irgendwas. Keine Geschmacksverstärker, keine 100% Natur, Farbstoffe oder sonst was. Volle Kraft drinnen. Weil wenn du einen Vergleich machst jetzt mit einem anderen Fruchtsaft, hast du von mir aus den Apfel und dann hast du einen Apfelsaft und es ist, glaube ich, für jeden klar, dass nicht die gleichen Inhaltsstoffe drin sind. Bei Danone ist es anders, weil du hast einfach 1:1 die Frucht püriert im Saft und somit hast du die kompletten Inhaltsstoffe, Schale, Fruchtfleisch, alles drin. Ist natürlich auch, weil diese Frage weiß ich, dass auftaucht, 100% vegan dadurch. Absolut, ja. Dementsprechend auch für all jene, die darauf Wert legen oder so leben, ganz normal verträglich auch und zu konsumieren. Genau. Etwas, was mich auch noch fasziniert ist, dass Sie, wenn Sie jetzt zuschauen, auch Teil dieser Erfolgsgeschichte werden können. Ihr macht es nämlich da jetzt nicht den Nui Noni Konzern draus, sondern ihr macht es mit einem Genossenschaftssystem, wo man, wie in einer Genossenschaft das üblich ist, da partizipieren kann, Genossenschaftsmitglied wird und dann, wenn man auch davon überzeugt ist, das hinausträgt, aber als Gemeinschaft sozusagen diesen Erfolg gestaltet. Wie funktioniert das mit der Genossenschaft? Woher kam die Idee? Was ist da das Ziel und die Vision? Also wir waren immer schon gemeinsam auf einem Weg, den Menschen einfach was Gutes in die Hand zu geben. Und man kann natürlich auf vielen Wegen im Leben sein Geld verdienen und seinen beruflichen Werdegang etablieren. Und wir haben eigentlich relativ bald gemerkt, und es verbindet uns auch in unserer Freundschaft, dass bei uns einfach hier die Gesundheit der Menschen im Vordergrund steht und nicht der wirtschaftliche Profit. Und da war eigentlich relativ bald einmal aus unserem Umfeld auch der Vereinsgedanke da. Wir haben auch zwei Vereine schon gegründet. Ja. Mit denen wir auch soziale Projekte unterstützen. Wir wollen auch in Französisch-Polynesien, wo das Püree eben produziert wird, von Bauern händisch geerntet wird, soziale Projekte starten und da unten eben hier die Strukturen stärken. Gibt es noch irgendeine eine Schlussmessage, die ihr den Leuten noch mitgeben möchtet auf dem Weg? Ja, ich habe ein Zitat mal für die Webseite geschrieben und das ist, Gesundheit ist eine Entscheidung, es ist deine Entscheidung. Und ja, wir haben auch eine Entscheidung getroffen, als wir jetzt gerade vorher den Schluck genommen haben. Ich bin nicht der Meinung, dass es so der klassische Neujahrsvorsatz sein muss und jetzt gehe ich eine Stunde ins Fitnessstudio jeden Tag, sondern ich tue die kleinen Dinge wie einfach einen Schluck Noni zu trinken, bewusst 10 Minuten spazieren oder Atemübung zu machen. Das sind die Dinge, die sich in Summe auswirken und die uns, sage ich, zu einem besseren und höheren Wohlbefinden verhelfen, sind eben oft die kleinen Entscheidungen, ja. Die Großes bewirken können, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nui, Noni, Sie sind alle Kontaktdaten und Möglichkeiten eingeblendet, wie Sie mit Martin und Enrico in Kontakt treten können. In diesem Sinne vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir trinken jetzt noch eine Runde. Sehr gerne. Würde ich sagen. Dann haben wir erst das dritte Glaserl heute. Darf der kurz da einschenken auch noch, Martin? Das ist wirklich, schmeckt wirklich hervorragend. Wie du gesagt hast, im Sommer mit einem Eiswürfel noch und oben dann eine Zitronenscheibe drauf oder so, ist das perfekte Sommercocktail auch noch. Zum Wohl auf Nui Noni. Viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Nui-Shops.com